Es ist soweit. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat sich heute am Mittwoch, den 6. Juni, zusammen mit zwei weiteren Kollegen auf den Weg zur Raumstation ISS gemacht, zur Internationalen Raumstation. Eines der meistgewünschten Themen, die ihr mir hier über WhatsApp geschickt habt, ist die Frage, warum die ISS überhaupt sichtbar ist. Die Erklärung dazu gibt es jetzt, außerdem noch ein paar Tipps und Tricks, um die ISS zu beobachten und zu fotografieren. Herzlich willkommen bei Klicks von Science and Fiction und vielen Dank für den Hammer-Themenvorschlag. Ja, viele von euch wissen es sicher, die ISS kann man unter ganz bestimmten Bedingungen tatsächlich mit dem bloßen Auge erkennen, ganz ohne Teleskop. Dabei ist sie rund 400 Kilometer von der Erde entfernt, doch mit ihren Solarpanels ist sie in etwa so groß wie ein ganzes Fußballfeld. Und dementsprechend, Fußball, 90 Minuten braucht die Station, also eine Spiellänge, um mit 28.800 Stundenkilometern die Erde einmal zu umrunden. Für die Astronauten und Astronautinnen, die auf ihr Leben und Arbeiten, bedeutet das, dass sie pro Tag 16 Sonnenauf- und Untergänge zu sehen bekommen. Alexander Gerst soll übrigens 187 Tage auf der ISS arbeiten und leben, und am Mittwoch um 13.12 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es oder ist es für ihn an Bord einer Sojus-Rakete vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gegangen. Mit dabei ein ehemaliger Kampfpilot aus Russland und eine amerikanische Medizinerin und Ingenieurin. Der Flug zur ISS soll 2 Tage dauern, doch wie können wir hier von der Erde die Station verfolgen? Die 109 Meter Spannweite der Station reflektieren das Sonnenlicht, und richtig gut zu erkennen ist sie nur morgens oder abends. Und zwar, wenn sie sich weder im Erdschatten noch auf der anderen Seite der Erde befindet, dann sieht sie aus wie ein heller Stern am Himmel, der lautlos über ihn hinwegzieht, und zwar innerhalb weniger Minuten. Die Station wird dann vom Sonnenlicht angestrahlt, doch der Himmel ist in der Dämmerung noch oder schon dunkel. Die ESA hat einen Tracker auf ihrer Webseite, der genau zeigt, wo sich die Station gerade befindet. Darunter ist auch direkt die Stelle auf der Erde zu sehen, über der sie sich gerade befindet. Wenn nachts keine Wolken am Himmel sind, ist die Raumstation von dieser Stelle aus mit bloßem Auge zu sehen. Auch ihre genaue Flugroute, also aus welcher Richtung sie kommt, über welche Orte sie fliegt und wie lange sie sichtbar ist, dazu gibt es im Internet viele verschiedene Seiten. Eine Empfehlung bekommt ihr von mir, und zwar zu der folgenden Seite der NASA. https://spotthestation.nasa.gov/. Ja, und was Doppelpunkt auf Englisch heißt, das schreibt ihr mir in die Kommentare. Hier könnt ihr einfach eine größere Stadt in eurer Nähe angeben, und schon wird euch angezeigt, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ihr die ISS am besten sehen könnt. Zudem gibt es Infos dazu, ob sie eher flach am Horizont fliegt oder aber steil am Himmel entlang. Merken könnt ihr euch jedenfalls schon mal, dass die ISS immer aus der westlichen Richtung kommt, also daher, wo die Sonne untergegangen ist. Wenn ihr sie beobachten wollt, macht es Sinn, einen möglichst dunklen Standort zu wählen, denn andere Lichtquellen wie Straßenlaternen könnten euch stören. Kommen wir jetzt zum Fotografieren. Einfach auf den Auslöser drücken, reicht hier leider nicht, denn dann habt ihr nachher bloß einen kleinen hellen Punkt auf dunklem Hintergrund. Wählt deswegen eine längere Belichtungszeit aus, beispielsweise 1 Minute lang. Und dann könnt ihr euch vielleicht denken, was passiert. Dann habt ihr nämlich quasi eine Leuchtspur am Himmel festgehalten. Und richtig cool kann das Foto dann werden, wenn ihr euch noch einen weiteren schönen Hingucker für den Vordergrund organisierten Baum, Hausdächer oder einen spitzen Kirchturm. Andersherum geht das Ganze übrigens auch. Wenn ihr also Bock habt, von der ISS die Erde zu sehen, klickt euch mal rum im Netz. Denn tatsächlich sendet sie Bilder live zur Erde. Manchmal kann man dabei sogar den Astronauten bei der Arbeit zugucken. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, den Funksprechverkehr mit den Kontrollzentren auf der Erde mit anzuhören. Wenn ihr kein Video zur Raumfahrt und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja immer ein bisschen lückenhaft. Über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Ihr kriegt also vorher eine Meldung, und zur Begrüßung habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Das geht hier. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt. Aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Falcon Heavy, die Revolution der Raumfahrt. Bis dann, würde ich mal sagen, bleibt dran.